Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Koch. Ja, heute kochen wir wirklich mal was. Das letzte Mal war ja nur eine Nachspeise. Und was ich noch sagen muss, ich will euch noch danken, dass das letzte Let's Koch so gut bei euch angekommen ist. Bin ich schon sehr begeistert, also Dankeschön dafür. Und ja, was machen wir heute? Heute werden wir Folgendes machen. Heute werden wir, naja, mein selbst erfundenes Gericht fertig, ja, kochen und machen und so. Das besteht aus folgenden Zutaten. Was wir dazu brauchen, ist folgendes. Wir brauchen eine handelsübliche Packung Eier. Irgendwo Eier, also kennt man ja. 6 brauchen wir nicht, wir brauchen nur 4. Dann brauchen wir normale Würstchen einfach. Kann wahlweise auch was anderes, also andere Würstchen sein. Das ist jetzt eine Eigenhaut, die finde ich am besten, die eignen sich am besten einfach. Und was wir brauchen, sind 500 Gramm Fusilli-Nudeln. Ja, Fusilli-Nudeln, die sind da am besten. Weil mit Penne oder Spaghetti oder so, das ist halt blöd, wenn man das so macht. So. Ja, was man zuerst machen muss, ist halt folgendes. Wir müssen erstmal das Wasser kochen. Ne, so, wir müssen das Wasser kochen erstmal, das ist schon mal an. Bei mir mache ich es auf dem Gasherd einfach. So, Flamme mal höher machen. So. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen erstmal warten, bis das halt fertig gekocht ist. Und was heißt, bis das denn halt kocht? Wenn es dann kocht, dann müssen wir Folgendes machen. Wir können indessen die Nudeln dann kochen, so fertig kochen und so. Dann können wir quasi uns um die Würstchen kümmern, die wir dann schneiden erstmal. Wie wir die schneiden, zeige ich euch nachher, wenn das ja alles soweit ist. Und die Eier brauchen wir uns nachher noch nicht kümmern, die packen wir erstmal wieder in den Kühlschrank. Von den Nudeln her würde ich sagen, wie viele kommen da rein? Es kommt drauf an, wie viel ihr essen wollt. Also ich bin halt eine Person, mir reichen 250 Gramm, also die halbe Packung. Mir würde das reichen. So, die Würstchen, wie viele Würstchen nehmen wir da? Wir gucken einfach, wie viele das wären. Da lasse ich mich mal überraschen. Und, das ist das warm hier drin, Alter, das wird so warm einfach nur. Boah, draußen ist es 40 Grad einfach nur. Und hier, wenn man hier kocht, dann, Alter, wie eine Sauna einfach nur. Ja, ich werde erstmal warten, bis das Wasser gekocht ist. Und indessen würde ich erstmal wieder Minecraft zocken. Ich will erstmal, was tun. Irgendwie mal sagen, bis gleich. So, da sind wir wieder und das Wasser kocht. Wir machen jetzt Folgendes. Da werden jetzt 250 Gramm reinkippen. So, wir machen das mal rein. Ich mache das mal kleiner. Da fällt auch schon eine Nudel runter, das ist auch nicht schön. Schmeißen wir alles wieder rein. Also die Hälfte. So. Sollte reichen, ist die Hälfte. Noch ein bisschen umrühren, damit sie sich verteilen ordentlich. Mist, ich habe das Salz vergessen. Salz sollte da auf jeden Fall auch rein. Jetzt muss ich schon wieder umrühren. Alter. Wenn man mal was vergisst. Und jetzt gehen wir mal kurz in die Stube, weil
Naja, meine Kamera, der war das dezent zu warm in der Küche. Ich habe da ja auch geschwitzt wie ein Bulle. Und deswegen, was haben wir denn hier Schickes? Also, wir haben jetzt Lust hier. Ich hab jetzt alles hergeholt mit Brettchen und einer Schale. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt mal die Würstchen auf. Erstmal. Wir nehmen uns erstmal zwei, legen uns erstmal zwei hin auf dem Brett. Und dann wird wirklich geschnibbelt. So. Also in so einen kleinen Scheiben, ein kleines Scheibchen einfach. Weil anders wird es sich blöd machen beim Braten später. Ja, wir müssen gleich noch braten, Mama. Und ist auch eine Vorbereitung erstmal, dass wir das auch machen können. Ich muss mich hier nur konzentrieren, nicht, dass ich mir den Finger schneide. Das ist jetzt ziemlich ungeil. Die Erfahrung habe ich bisher noch nicht machen müssen. Das soll auch nicht allzu bald passieren. So, dann schon mal zwei. Die können wir rein theoretisch so. So vierteln, damit das dann auch geht. Die machen wir dann in die Schale erstmal. Und wir brauchen die Schale auf jeden Fall, dass wir das in die Pfanne kippen können quasi, dass man das besser halt reinmachen kann. Ich schütze sie auch. Wir machen noch zwei, also so eine kleine Schale müsste dann voll sein, also die sollte eigentlich voll sein. Das dürfte dann auch relativ reichen, eigentlich. Müssten wir dann quasi schauen, wie wir das noch machen. Das habe ich auch wieder auch lange nicht gegessen, muss ich sagen. Noch lange nicht gemacht. Ich meine, damals habe ich mich damit eigentlich überessen. Das habe ich mir zu oft gemacht, weil das einfach lecker schmeckt. Und wenn man sich damit überisst, dann kennt man ja selber, wenn man etwas zu oft und zu langfristig isst, dann, naja, dann hat man nachher keinen Bock mehr drauf. Zumindest geht es mir so. Und boah, doch nur dieses ganze Gehackstücke überbrücken. Und also ich meine, dass sich die Kamera verabschiedet, selbst wenn das zu warm wird, dann, ich meine, gut, es ist eine Schutzfunktion, aber ja, dann heißt das schon, dass es ziemlich warm da drin gewesen. Ich habe auch Fenster aufgemacht. Ne? Okay, die Würstchen haben wir und Nudeln sind auch schon drin. Jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis die Nudeln fertig sind. Und dann kommen wir zu den nächsten Schritten. Achso, was wir noch machen können, wir nehmen uns die Eier erstmal. Ich packe das hier erstmal alles weg. So, da bin ich hier wieder. Wir haben jetzt Folgendes, ich habe die Eier erstmal hergeholt. Hat den Grund, können wir das auch schon mal vorbereiten, warum wir es alles noch zusammenkippen. Ich habe jetzt auch eine gleich große Schale wie die andere. Ich weiß noch nicht, wo ich die Schale hinmachen soll, ich Vollidiot. Moment, guck mal. So, jetzt habe ich mir erstmal einen fetten Mülleimer rangeholt. Brauche ich mich für die Schalen. Und zwar machen wir das dann auf. Und schütten das erstmal in die Schale. Natürlich ohne eine. Ohne Schalenstücken reinfallen zu lassen, die schmecken nämlich überhaupt nicht. Das finde ich sogar ekelhaft, wenn man in Eierschalen reinbeißt, so als wenn man in Sand beißt, weißt du? So, vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch, wie viele Eier wir denn machen. Habe ja vorher eigentlich schon gesagt, dass wir vier Eier machen sollten.
Ich bin ein Vollidiot, was im Eier aufmachen angeht, aber so Schalen hatte ich doch da noch nie drin. Also so Eierschalen und so. So, jetzt haben wir 4 Eier drin. Jetzt warten wir, bis die Nudeln kochen. Und dann melde ich mich auch wieder, würde ich sagen. Bis gleich, Mama. Ja, willkommen zurück. Die Nudeln kochen. Und was wir jetzt noch machen müssen, die Nudeln kochen jetzt, also die sind fertig. Was wir jetzt noch machen müssen, ist mein Herd aus. Und wir kippen das erstmal ab. Wir nehmen uns denn einen Deckel. Deckel, Mama. Ja, ich muss die Kamera ein bisschen weiter wegstellen, weil sonst ist zu warm. Ja. Nehmen uns denn einen Deckel, legen den dann hier drauf. Ne? So machen wir den drauf, dass da ein kleiner Schlitz noch ist. Dass man die dann. Und dann kippen wir das Wasser hier ab. Ich habe immer Angst, dass die Rohre in der Spüle schmelzen, weil das einfach heiß ist, das Wasser. Oh, wie das qualmt! Eine Raucherspüle! Boah, ist das warm da drüber. Boah, ist das warm da drüber. Heiliger. Das ist ja gesund. Ja, wir müssen das dann abgießen, einfach nur. Stellen das dann hier hoch. Dann brauchen wir eine Pfanne. Brauchen wir eine Pfanne. Und so, was wir denn jetzt machen müssen. Erstmal muss die Pfanne an. Ne? Dann brauchen wir ein bisschen Butter. Ja, ich mache das immer mit Butter. Ich mache immer die Sahne dafür. Ja, da ist eine Kamera im Hintergrund wegen der Pfanne und so. Nehme ich die mal dazu. Da machen wir jetzt eine Gabel voll rein. Also machen wir denn so viel rein einfach. Hauen wir denn mal rein da. Und dann warten wir. Es wird sehr warm werden wieder. Ich habe Fenster auf, es ist trotzdem extrem warm hier drin. Ich meine, draußen ist auch nicht viel kälter, aber. So, jetzt müssen wir die Butter ein bisschen verteilen, damit man die auch gut braten kann, einfach nur. So. Kann man ja machen, einfach. Jetzt ein bisschen ranzoomen an der Kamera, weil die steht ja außerhalb. Finde ich ein bisschen, ja, will ich sagen blöd, aber anders geht's halt nicht. Machen wir mal. Nehmen wir uns eine Schaumkelle und machen dann die ersten Nudeln rein. Ja. Also alle passen ja eh nicht rein, das müssen wir dann nach und nach machen. Diese Menge an Nudeln sollte reichen. Ne? Die sollte reichen, die Menge. Und ja, wir machen jetzt noch die Dings rein. Die Würstchen. Und die Eier. Wenn man das denn hat, sieht das denn so aus, so sieht das denn aus einfach, dann rührt man das denn damit um, ne, mal so ein bisschen durchrühren einfach. So lange rühren, bis das Ei halt fest ist, das kann ein bisschen dauern. Indessen kann man ja wegschwitzen betreiben, weil ich schwitze den Arsch einfach. Ich meine, ich bin ein Arsch, aber... Das ist ja, ich schwitze wie, weiß ich nicht, das ist unfassbar. Ich sehe nur, dass ich eine andere Kamera wieder aufgeht.
Nicht, dass das schlimm wäre, aber ich habe mal Angst, dass die Aufnahmedatei dann im Arsch ist irgendwie. Nicht, dass er nicht verwenden kann. Und dann improvisieren muss. Das wäre halt ziemlich doof. Jetzt vielleicht noch ein bisschen, ein Ei, ein, zwei Eier, hätte ich vielleicht noch mehr reinmachen können. Vielleicht mache ich das auch, warte mal. Ich mache ein Ei mehr rein. Muss die ja hinhauen. So. Weil es sieht mir ein bisschen wenig aus gerade. Soll ja auch noch ein bisschen nach Ei schmecken. Weil wenn man mal so Würstchen, Eier und Zwiebeln im Haus hat, kann man das ja mal machen. Ich fange hier schon an zu sabbern einfach nur. Weil das einfach... Was ich mit den restlichen Nudeln mache, weiß ich noch gar nicht. Habe ich mich ein bisschen verspekuliert mit den Nudeln. Man sollte wirklich dann so viele Nudeln reinmachen, die auch in der Pfanne passen würden. Das wäre, glaube ich, die Hälfte, also 100 Gramm oder so. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Pfannen hat, dann kann man halt 250 machen. Also 250 Gramm, dann macht man halt in einer Pfanne eine Portion Nudeln rein und in der anderen Pfanne die andere Portion. Aber das wären dann für mehrere Personen. Und da war ich ein bisschen zu viel geworden, einfach. Weil ich muss sagen, das sättigt ja auch ganz schön, muss ich sagen. Also das sind ja ein bisschen viel, was ich hier gemacht habe. Ne? Eine Ewigkeit später. So, wir sind dann fertig und so sieht das Ganze dann aus. Nur kann man ein bisschen Ei und so. Das kann man sich wahlweise dann auch mit Dings machen, also mit Soße. Werde ich auch gleich machen. Oder mit Teller. Und machen wir es erstmal auf den Teller rauf, Mama. Und dann werde ich das nachher futtern. So. Ich würde auch empfehlen, nicht allzu viel auf dem Teller zu machen, wegen der Soße. Nicht, dass man da was vom Tellerrand fallen lässt auf den Tisch. Das, der Schwarz ein bisschen sauber machen und so. Ja, das ist ein bisschen angebrannt gerade. Naja, jetzt ein bisschen knuspriger. Okay. Die Soße, die ich empfehlen würde, wäre Mayonnaise, weil Mayonnaise... Schmeckt ganz gut dazu, weil das ist halt Ei und so, dann schmeckt das ein bisschen nach Eiersalat und kann man machen. Kann man auch mit anderer Soße machen oder essen, je nachdem. Da ist eure Kreativität keine Grenzen gesetzt einfach. Ich gehe erstmal aus diesem 3000 Grad heißen Raum raus, weil das ist... Boah, ist das warm. Jetzt muss ich erstmal den Tisch wegräumen, damit ich auch ruhig kann, weil das alles so improvisiert einfach. Wir sehen uns dann gleich wieder am Essenstisch und dann werde ich mal probieren, Mama. Bis gleich. Jo, Mama, da sind wir wieder. Man kann das ja dann, ne, Mayonnaise und so, kann man hier so einfach rüber machen. So. Und dann verrührt man das hier so ein bisschen. Mache ich immer gerne einfach so mit Soße und so. Dann schmeckt das nochmal besser. Ich muss auch mal sagen, im Warmen, was Warmes essen, ist... weiß ich nicht. Aber ich würde erstmal sagen, Prost. Mmh.
Mir voll lecker. Ironischerweise habe ich auch noch Gurkensalat mit Schmand im Kühlschrank. Ja, könnte ich jetzt auch noch als Nachspeise essen, klar, aber erstmal Hauptgericht, ne? Ja, das war mein kleines, aber feines Let's Rock. Ist ein bisschen chaotischer gelaufen. Als Zutatenliste würde ich denn für eine einzelne Person wirklich so viel machen, also so 100 Gramm ungefähr, dass man da 100 Gramm Nudeln nimmt, die auch in der Pfanne passen. Als Einzelperson ist das günstiger, also besser. Und dann würde ich halt 5 Eier, je nachdem wie groß die Pfanne ist, dann würde ich wieder 5 Eier benutzen. Und dann hat man eine schöne große Portion, dann kann man 3-4 Mal essen von. Und kann man machen. Und ja, Würstchen ist ja geblieben, die Menge. Und ich würde dann auch lieber essen, bevor es kalt wird. Und würde dann erstmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich esse erstmal weiter. Schmeckt voll lecker.